Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben aus dem Landhaus Ettenbühl. Ganz, ganz herzlich willkommen. Heute geht es um Klimahelden. Wir dachten, wir stellen euch mal 10 Rosen zusammen. 5 Strauchrosen und 5 Kletterrosen, die besonders toll in Klimawandelzeiten funktionieren. Sprich, die Hitze gut vertragen, die aber auch knallige Kälte wegstecken, die besonders resistent sind gegen Krankheiten. Also wo man eigentlich wirklich ein leichtes Leben mit Rosen hat. Und die stellen wir euch heute, wie gesagt, vor. ADR-Rosen kommen dabei natürlich ins Spiel. Was das ist, erkläre ich euch gleich. Ja, ihr Lieben, eindeutig steht der Herbst bevor, da gibt's nichts dran zu rütteln. Hier tröpfelt's übrigens auch gerade schon wieder ein bisschen, aber die Sonne versucht auch gleichzeitig rauszukommen. Und wir haben es natürlich mit einem verrückten Klima zu tun, es ist einfach so. Überall jetzt wieder Überschwemmungen, hoch und runter, Land auf, Land ab. Wir hoffen, dass es da niemanden von euch zu doll und zu schlimm erwischt hat. Dann hier hatten wir auch wieder anhaltende Regenfälle, jetzt natürlich schon wieder sehr, sehr kühl eigentlich für September. Wir haben niedrige, einstellige Grade nachts. Ich bin aber sicher, das Ganze wird wahrscheinlich nochmal umschwenken dieses Jahr. Letztes Jahr hatten wir bis Mitte Oktober teilweise hohe 20er Grade, fast an die 30 Grad noch dran. Bin gespannt, wie das wird dieses Jahr. In den Gebirgen liegen schon unglaubliche Mengen von Schnee. Also es ist nach wie vor alles sehr durcheinander. Wir haben es ja das ganze Jahr miteinander erlebt. Ne? Und umso wichtiger natürlich, da wirklich gesunde, starke, widerstandsfähige Rosen zu haben. Wir haben es ja auch gesehen dieses Jahr, wir sind teilweise gar nicht zum Spritzen gekommen, weil es immer wieder geregnet hat. Und genau, deswegen ist es eben umso wichtiger, dass man gute Pflanzen, gute Rosen hat. Und Rosen machen natürlich sehr, sehr viel mit in diesen Klimawandelzeiten. Und besonders toll sind natürlich ADR-Rosen. Die wollte ich euch heute mal vorstellen. Ich hatte die schon mal eben angesprochen. ADR ist die Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung. Das kennt ihr eventuell. Das ist also ein Arbeitskreis aus Vertretern des Bundes Deutscher Baumschulen, BDB. Und dieser Bund besteht aus Rosenzüchtern, aus unabhängigen Experten und da werden einfach neue Rosenzüchtungen eben geprüft. Über 3 Jahre werden die in den Schaugärten wirklich unter die Lupe genommen, ungespritzt, also dass man wirklich sieht, wie widerstandsfähig sind die, also ohne irgendwelche Hilfsmittel. Und nach 15 Jahren in der Regel läuft das ADR-Prädikat aus. Das hat auch seinen Grund, weil die Pflanzen sich tatsächlich auch verändern mit der Zeit. Also in Klimawandelzeiten können Rosen, die früher sehr resistent waren, auch dann mal nachlassen. Aber die Rosen, die wir euch heute vorstellen, die entsprechen wirklich allen, auch nach unserer Erfahrung, den Kriterien der ADR-Rosen, sind also wie gesagt sehr widerstandsfähig, sind sehr, sehr gesund und eben können von daher bestens empfohlen werden. Ja, und diese neuen Rosensorten, die werden also in ganz Deutschland in sogenannten Prüfgärten eben ausprobiert. Und diese Prüfgärten, die findet man wirklich verstreut, Norden, Süden, Westen, Osten, überall. Und da werden sie wirklich, es ist kein Schönheitskontest, das ist ganz wichtig. Also es geht da nicht wirklich um die perfekte Blüte oder um die absolute Schönheit, sondern wirklich, sind sie robust, sind sie winterhart, sind sie sehr, sehr gut resistent gegen Krankheiten, haben sie eine gute Wuchsform, fallen sie einem nicht gleich auseinander, halten sie den Regen und so weiter. Also das sind diese Kriterien, nach denen dann geschaut wird und eben dann die Rosen dieses Prädikat, dieses ADR-Prädikat bekommen. Wir halten das mit unseren Rosensorten, mit den Rosensorten von John, ganz ähnlich. Wir haben ja neulich darüber gesprochen im Zuge der Seppelrose. Da hat es übrigens auch momentan ein englisches Video auf unserem englischen John's Garmen Landhaus Ettenbühl Kanal, wo der John nochmal ganz ausführlich über sein Zuchtprogramm auch gesprochen hat, wie das alles so funktioniert. Wer Lust hat, da auch nochmal reinzuschauen, gerne. Wir klinken euch das unten ein, wie man da hinkommt. Aber wir machen natürlich auch diese Versuche hier mit Johns Sorten. Wir haben auch diesen runden Rosengarten, unseren Versuchsgarten.
da schauen wir uns eben auch an, ob die Rosen wirklich richtig gut widerstandsfähig sind und alle Eigenschaften haben, die wir uns von ihnen wünschen und versprechen. Und es werden ja auch jetzt nochmal neue Versuchsgärten bei uns angelegt werden durch die Fläche, die frei geworden ist. Das seht ihr hier sehr schön. Da wird schon vorbereitet. Also ich hoffe, dass wir da nächstes Jahr dann auch schon wieder mehr neue Rosengärten euch zu bieten haben. Aber jetzt gehen wir mal zu den ganzen Rosen, die ich euch heute vorstellen wollte. Und zwar eine ganz tolle, finde ich, auch ein schöner Name, das ist die Amaretto. In diesem wunderschönen Rosa, wirklich so eher eine altmodische Blüte, ist eine sehr schön aufrecht wachsende Rose mit einem sehr zarten, angenehmen Duft. Blüht in der Regel sehr früh und hat ein ganz, ganz schönes Farbspiel in der Blüte. Dies ist eine Cordesrose und hat relativ große Blüten, 6 bis 10 cm große Blüten und wird insgesamt so maximal bis zu 1 Meter als Strauch. Und deswegen ist sie einfach wirklich schön kompakt auch so im Beetvordergrund zu halten. Ist aber auch eine tolle Vasenrose, ist eine ganz, ganz tolle Rose für den Topf auch, wenn ihr im Topf gärtnern möchtet und kann natürlich auch super im Halbschatten wachsen. Also von daher, also eine sehr, sehr robuste Rose, die man echt gut empfehlen kann, winterhart, krankheitsresistent, toll. Eine richtig schöne gelbe, die haben wir hier auch bei uns im Wassergarten stehen, das ist Bengali, auch sehr schön buschig wachsend, kann man eigentlich fast so, wenn man sie in Gruppen setzt, toll als Bodendecker eben auch verwenden, hat so ein wunderschönes Kupfergelb in den Blüten. Und einen etwas herberen Duft, aber wirklich, also so eine richtig schöne, strahlende Rose auch. Wird auch so maximal bis 1 Meter, könnt ihr aber auch so auf 60 Zentimetern halten. Ist super gesund, im Topf und in der Vase richtig klasse. Und steht eben, wie gesagt, bei uns im Wassergarten, wo sie unsere Besucher immer sehr erfreut. Dann eine andere noch, die Larissa, finde ich auch immer eine sehr spannende Rose, wenn es eben um Winterhärte, Gesundheit geht. Ist ein toller Bodendecker, ihr seht hier auch, hat eine wunderschöne, eher altmodische Blüte. Ist auch toll für den Topf geeignet, ist auch eine schöne Schnittrose, hat so mittelgroße Blüten eher, ihr seht sie sehr schön gefüllt, wird auch so maximal 1 Meter hoch, 60 cm könnt ihr sie aber auch halten, schön in der Gruppe, auch so als Kissen im Beet kann man sie halten und steht eben auch hier bei uns im Wassergarten, also eine der ganz, ganz beliebten Rosen. Was ich übrigens jetzt noch nicht dazu gesagt hatte, das hatte ich am Anfang vergessen, all die Rosen, die ich euch heute vorstelle, die Strauchrosen, die ADR-Strauchrosen und auch die Kletterrosen, die gleich noch kommen, die gibt es diese Woche wieder als Special bei uns. Günstiger als die eben normalerweise wurzelnackt wären. Also das ist das Wurzelnackt-Special quasi schon für diese Woche. Und da ist eben diese Larissa, die Bengali und die Amaretto dabei. Und da eine ganz, ganz tolle, die finde ich richtig, richtig super. Das ist Pomponella, die liebe ich sehr. Die ist einfach so knuffig, kann man sagen. Ganz, ganz reich blühend mit so wunderschönen, kugeligen, pomponartigen Blüten. Und die macht im Beet wirklich ganz, ganz viel her. Ist aber auch ganz toll für Sträuße. Ist toll auch in Töpfen, weil sie so ein bisschen überhängenden Habitus hat. Ein relativ leicht Duft dabei, nur die hat eben einfach diese kugeligen Blüten, die haben nicht ganz so viel Duft und dabei so 4 bis 5 cm große, eben recht kugelige Blüten. Wie gesagt, also tolle, vielseitige Rose, winterhart, resistent, toll im Topf, toll im Strauch, toll im Beet. Also mehr kann man sich da eigentlich gar nicht wünschen als von der Pomponella. Dann nochmal was richtig Schönes, Gelbes, Knalliges mit richtiger Fernwirkung. Das ist die Yellow My Love. Die hatten sie sehr guten Duft jetzt wiederum, ist eine Farbe, die muss man mögen. Also die ist wirklich hervorstechend, ist auch toll was für Balkon oder Terrasse im Kübel, wenn man sie vielleicht mal satt hat irgendwann die Farbe, dass man sie auch ein bisschen auf die Seite stellen kann. Aber ist wirklich was, was Fröhlichkeit in den Garten bringt. Eine Kleinstrauchrose, sehr, sehr winterhart, ist eine Meillon-Rose, das Züchters Meillon übrigens. Und das Schöne ist dieser Kontrast zwischen diesen knalligen Blüten und dem dunkel glänzenden Laub. Das sieht also wirklich auch sehr, sehr edel und sehr, sehr hübsch aus. Also tolle Rose insgesamt.
Und dann noch eine, die wir wirklich ganz doll schätzen, unter den Edelrosen, eben auch mit ADR-Prädikat, auch winterhart, sehr robust, wirklich kriegt eigentlich nichts, aber dabei mit einem ganz fruchtigen, wunderschönen Duft nach Pfirsich, Zitrus, Myrrhe und allem Möglichen und eben dieser tollen dunklen Farbe, wunderschöne gefüllte Blüte, mit einer klaren, also man muss sagen, sehr, sehr starke Regenerationsmöglichkeit, die treibt irre schnell wieder aus, wenn ich sie zurückgeschnitten habe, also Deadheading, zack, weg und dann geht das ganz schnell weiter mit der Produktion weiterer Blüten. Die Blüten sind relativ groß und eben sehr ausdrucksstark. Und von daher also auch eine tolle Rose. Könnt ihr schön kompakt halten, auch 60 Zentimeter bis einen Meter. Vase, Topf, alles. Also sehr, sehr vielseitig. Tolle Rose. Genau. Und dann, das waren die Strauchrosen. Gehen wir mal noch zu den Kletterrosen, die ich euch da raten kann. Ihr kennt sie schon aus vielen Videos von mir drüben aus dem Teichgarten. Camelot, also eine meiner absoluten Favoritinnen. ADR-Rose. Sehr gute Wuchseigenschaften, ist eine Kletterrose, die von unten nicht leicht verkahlt, die wirklich gut wieder auch Triebe von unten nachbringt, also fast so ein bisschen wie ein Rambler auch zu sehen ist, aber nicht ganz so heftig wüchsig. Kann aber durchaus auch 3, 4, 5 Meter hoch werden, wenn man ihr Platz lässt. Kann man aber auch gut im Zaum halten. Ihr könnt sie auch toll an einem Bogen ziehen, an einem schönen großen Obelisken. Also sehr, sehr vielseitig. Wie gesagt, wir haben sie an der Pergola im Teichgarten. Hat so einen zitrusartigen, angenehmen Duft. Und ich liebe diese gesprenkelten Blüten. Also die hat ja diese pinke Blüte oder rosa Blüte mit diesen etwas dunkleren Linien und Sprenkeln drin. Also wirklich sehr, sehr hübsch. Kann toll im Halbschatten, kalte Lagen. Also wirklich auch sehr, sehr vielseitige, tolle Rose. Dann Guirlande d'Amour, die kennt ihr bei uns auch aus der Yellow Brick Road. Da haben wir sie tatsächlich auch als großen Strauch stehen, gar nicht als kletternde Rose. Aber die klettert auch ganz, ganz toll. Öfter blühend übrigens an Obelisken, an Zäunen, hat sehr schöne biegsame Triebe auch, die man wirklich toll ziehen kann. Also eine super öfter blühender Rambler im Prinzip für alle kleinen Strukturen. Total beliebt bei den Bienen natürlich, wegen der offenen, hübschen weißen Blüten, das seht ihr hier, 2 bis 3 Meter, überhaupt kein Thema für sie zu wachsen, eben wie gesagt auch als großer Strauch und eben dabei winterhart bis dort hinaus, toll resistent, also eine ganz, ganz, ganz tolle, zuverlässige Rose. Genau, dann eine rote, so als Kontrast, die lieben wir auch sehr, das ist die Florentina. Hat diese nostalgischen, wirklich roten, leuchtenden, schönen Blüten. Dabei einen richtig tollen Duft auch. Und die Blüten sind relativ groß. Die sind so 6 bis 10 Zentimeter tatsächlich groß. Und die Kletterrose an sich, Florentina, kann so 2, 3 Meter auf jeden Fall gut hoch werden. Ist eine Cordesrose wiederum. Also auch eine sehr widerstandsfähige, rote, winterharte, tolle Kletterrose. Wer es da nochmal richtig knallig gelb haben möchte, im kletternden Bereich, der ist super beraten mit der Golden Gate. Das ist auch eine Kletterrose, die so bis zu 3, 4 Meter hoch werden kann. Sehr bienenfreundlich. Ihr seht es an diesen offeneren Blüten mit den schönen Staubgefäßen. Hat einen tollen Duft. Kann man sehr gut auch mal in eine Vase stellen, wenn man auf die Blüten im Garten verzichten möchte. Ist toll für größere Bögen, größere Pergolen oder sowas, also da oder Pergolas, sagt man, glaube ich. Da kann man wirklich viel machen mit der Rose. Die ist schon 2006, hat die das ADR-Prädikat bekommen. Das heißt eigentlich mit den 15 Jahren ist das bei ihr abgelaufen, aber nach wie vor eine sehr, sehr gute, zuverlässige Rose, muss ich sagen. Und was wir hier auch im Garten total gerne haben, gerade hinten in unserem Märchenborder, in unserem Märchengarten, in dem blauen, kennt ihr, ne? Das ist die Perennial Blue. Unglaublich vielseitige Rose mit so einem kräftig purpur-rosa-magenta-farbenen Blütenbüscheln. Kann gut bis zu 3 Meter, 4 Meter eher eben so rambelnd wachsen. Hat einen sehr, sehr guten Duft dabei und bringt eben so diese andere Farbe eben in den Garten. Sehr gesund, sehr winterhart und eben auch von daher eine Rose, die wir euch sehr gern empfehlen. Und dann zu guter Letzt noch was richtig für die Liebhaber. Also ich finde die hier ganz, ganz entzückend. Das ist die Sabrina.
Und das ist also, man muss sie eigentlich so, ich finde so liebreizend und süß. Also das sind so Begriffe, die ich sonst nicht so viel verwende, aber das passt wirklich zu dieser Rose. Ihr seht diese hübschen, gefüllten, altmodischen Blüten, die auch in Büscheln erscheinen. Sie hat einen leichten Duft, aber sehr, sehr, sehr gesund. Blüten auch relativ groß, so handflächengroß kann man sagen. Wird 2 bis 3 Meter groß. Sieht toll an einem Obelisken aus oder eben an einem Bogen. Ist auch toll eben für die Vase, weil sie einfach sehr lange auch die Blüten hält. Toll winterhart, wie gesagt, toll gesund, auch ADR-Prädikat. Also von daher richtig, richtig schöne Rosen. Also die 10 Rosen sind diese Woche unser Special, unser Wurzelnackt-Special für euch. Wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr mal reinschauen. Die sind jeweils 3 Euro günstiger, als sie normalerweise sind. Und von daher, das ist vielleicht doch eine schöne Sache für euch. Guckt einfach mal rein. Was der Seppel ja total klasse findet, ist im Moment Eichhörnchenjagd. Ich sage euch, bei uns sind derart viele Eichhörnchen momentan unterwegs. Die ganzen kleinen Eichhörnchen, die Jungen sind jetzt draußen. Und in der Mammutbaumallee vor allem, da ist wirklich jede Menge geboten. Die sind am Futtern, um sich ihren Winterspeck anzufressen und am Sammeln, um ihre Winterdepots anzulegen. Nicht nur in der Mammutbaumallee. Übrigens, der Seppel ist immer langsamer als die Eichhörnchen. Also ihr müsst euch keine Gedanken machen. Wenn die Bäume hochflitzen, da hat er das Nachsehen. Aber scheint sein Sport zu sein. Im Innenhof auch total süß. Da sind sie auch immer wieder unterwegs und sammeln. Also hier bei uns im Innenhof vom Bed and Breakfast. Und da laufen sich dann auch mal ein braunes Eichhörnchen über den Weg. Und wir haben auch mittlerweile schwarze Eichhörnchen hier. Also wirklich total süß. Und dann wird da um die Wette geflitzt und auf die Bäume geklettert und frech einfach mal geguckt. Sie lassen einen auch teilweise wirklich nah an sich ran. Aber es ist natürlich eben auch die Zeit jetzt. Und die Eichhörnchen kündigen das immer schön an. Es geht wirklich richtig. Herbst und Winter, was natürlich auch eine tolle Zeit für uns ist, um eben neu zu planen. Ist eine tolle Pflanzzeit, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Und ist aber auch eine Zeit, wo man einfach anfängt, so ein bisschen eben zurückzufahren. Wir freuen uns natürlich jetzt hier noch über die letzten herrlichen Blüten von Rittersporn und alle möglichen anderen, was in den Gärten hier jetzt noch auch am Blühen ist. Es ist sogar noch ein bisschen Flieder. Im Fliederweg habe ich neulich gesehen. Unglaublich, ja. Dann viele Rosen natürlich auch noch oben in der Yellow Brick Road zum Beispiel ist Mozart jetzt nochmal richtig doll am Blühen. Und da wird sicherlich auch nochmal einiges kommen. Auf der anderen Seite färbt sich natürlich überall hier in den Gärten auch schon das Laub ganz herrlich. Also man sieht es überall, wie so langsam eben der Herbst dann doch jetzt übernehmen möchte. Bis hin zu ganz, ganz rotem Laub schon teilweise. Früchte und Beeren leuchten natürlich überall uns entgegen. Und dazwischen hier zum Beispiel am Teichgarten noch ganz wunderschön die Trompetenblume, die Campsis, die da oben durch die Pergola klettert und drunter die wunderschönen Betty Priors, die auch immer noch so herrlich blühen im Moment. Toll sind natürlich jetzt auch diese Magnolienfrüchte, die sind wirklich eindrucksvoll und daneben haben sich die Hortensien jetzt schon braun gefärbt, aber auch das finde ich ist noch attraktiv, diese braunen Hortensien. Manche blühen tatsächlich noch, die sind da also ganz einträchtig zusammen und bei den Strauchpfingstrosen seht ihr hier sehr schön, wie jetzt schon die Samenkapseln aufbrechen und auf der anderen Seite überall die Caryopteris, die Bartblumen noch völlig stark in Blüte und spielen mit den Rosen und den Bienen, also wirklich ganz, ganz schön. In der Prärie, da haben wir noch die pinke Schafgarbe, hier seht ihr ganz schön, und den buscheligen, wuscheligen Wasserdost, der da steht mit den filigranen Gräsern im Hintergrund, fröhliche Mädchenaugen, die uns da entgegenschauen. Ja, und auch die Wildblumenwiese wurde jetzt endlich gemäht. Da sind wir die ganze Zeit nicht dazu gekommen, wegen der ganzen anderen Arbeiten im Garten. Normalerweise machen wir das ja mit der Sense. Jetzt haben wir wirklich mal aus Schnelligkeit und Manpower-Mangel hier mit der Fräse durchgemäht. Und insgesamt ist natürlich viel noch zu tun. Unser Team ist in der Yellow Brick Road heftig noch am Schüffeln und am Ausschneiden. Da ist natürlich sehr viel Blüte jetzt auch noch, aber auch sehr, sehr viel Unkraut. Da kommen unsere Schüffeleisen uns gut zu Pass.
Und im Wassergarten, ja, da haben wir natürlich auch nochmal richtig zurückgeschnitten. Ne? Ihr seht diese unglaublich langen Triebe, die da teilweise noch hervorschießen. Aber natürlich auch auf der anderen Seite wahnsinnig viele Knospen und Blüten, blühende Rosen im Hintergrund. Die frisch geschnittenen Beatles-Köpfe, kennt ihr, ne? Unsere Hainbuchen, Hochstämme und die herrliche Rotbuchenhecke, die jetzt auch wirklich sehr schön im Herbstkleid schon leuchtet. Und gekrönt wird das Ganze dann noch von diesen wunderbar leuchtenden Ramblern in unseren Kirschbäumen. Schaut euch das mal an, wir sind da mal hochgeflogen. Aber Tausende von Hagebutten, über die sich natürlich die Vögel den ganzen Winter über freuen werden. Diese Büschel von vielen kleinen Hagebutten leuchtend. Eben, und denkt dran, wenn ihr keine Rambler mit vielen Hagebutten im Garten habt, füttert eure Vögel, Eichhörnchen, alle möglichen Tiere, die bei euch im Garten sind. Man kann anfangen, Igelunterschlupfe zu machen, Vogelhäuschen vielleicht nochmal durchzuputzen und für den Winter fit zu machen. Also all solche Sachen sind natürlich jetzt richtig, richtig toll. Ja, und dann hatten ein paar von euch schon mal angefragt, gibt es irgendwas, was wir schon für den Winter vorbereiten können? Bei uns sind die ersten Fröste angesagt. Eben, mein Schnee gab es jetzt teilweise auch schon. Ja, so wahnsinnig viel. Was natürlich immer gut ist, ist, wenn man Vlies im Haus hat, um einfach seine Hochstämme zum Beispiel zu schützen. Wie ihr seht, bei uns stehen die Hochstämme hier im runden Rosengarten noch volle Kanne in Blüte. Da ist noch nichts mit Schutz, aber das ist natürlich immer eine ganz gute Geschichte, diese Frostprotektoren quasi im Haus zu haben. Ihr könnt da auch ein ganz normales Vlies nehmen, aber das ist natürlich immer nicht schlecht. Hier solche kann man dann einfach drüber ziehen über die Pflanzen. Oder eben entsprechende Jutesäcke haben wir auch im Online-Shop, dass man da einfach seine Kübel zum Beispiel einpacken kann, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Aber wie gesagt, ich meine, es ist jetzt mal der erste Herbsteinbruch. Ich glaube, da kommt wirklich noch mal ein bisschen Spätsommer auf uns zu. Hier diese Topfschützer sind natürlich auch immer klasse für seine Kübelpflanzen, dass man die einfach eben entsprechend schön abgedeckt hat und geschützt hat. Das ist immer eine gute Geschichte. Und was ich auch immer finde, gut im Haus zu haben, das sind diese Jute-Streifen, mit denen man einfach eben zum Beispiel Veredelungsstellen bei Hochstämmen schön schützen kann oder eben Dinge einwickeln kann. Das ist auch immer eine gute Sache. Aber ansonsten, wie gesagt, würde ich mal, also zumindest hier bei uns noch abwarten. Wir hoffen noch auf einen schönen Spätsommer. So, Seppel, bist du wieder aufgewacht? Ja? Hallo. Jetzt wollte ich noch ein paar von euren Fragen beantworten. Da sind nämlich auch noch einige gekommen. Und zwar die Ulrike, die hatte geschrieben, wie lange macht es noch Sinn, verblühte Blütenstände abzuschneiden? Beziehungsweise ab wann sollte man sie stehen lassen, damit die Hagebutten bilden? Hatten wir schon ein paar Mal gesagt. Also jetzt ist eigentlich wirklich, wer Hagebutten haben möchte, definitiv nicht mehr zurückschneiden. Kann eventuell schon zu spät sein, Ulrike. Normalerweise Mitte August hören wir damit auf, dann zurückzuschneiden. Ne, also das ist jetzt dann eventuell schon fast ein bisschen spät. Genau, ja, und dann hat die Fuzzy Brezel, das ist die Franziska aus dem Schwarzwald, geschrieben. Sie hat eine Rugosa-Rosenhecke, die Rugosa-Rosen bei uns gekauft. Die machen aber ganz wenig Hagebutten. Meistens trocknen sie ein und fallen ab, bevor sie reif sind, woran das liegen könnte. Also dieses Jahr könnte es daran liegen, Franziska, dass die zu wenig bestäubt wurden, dass einfach durch den vielen Regen eventuell da nicht genügend Bestäubung stattgefunden hat. Dann kann es sein, dass sie ja, eventuell zu stark zurückgeschnitten wurden, die Rugosa-Rosen, glaube ich jetzt in dem Fall aber eher nicht. Es kann mit Schädlingen zusammenhängen, dass die einfach die Früchte, also die Blüten beeinträchtigt waren und deswegen nicht so gut Früchte gebildet werden. Oder es kann wirklich ein Kaliummangel sein. Das ist also, Kalium ist immer eben wichtig, dass die Blütenbildung gut stattfindet. Und dann eben, wenn ich gute Blüten hatte, habe ich natürlich auch gute Hagebutten. Also da vielleicht mal schauen, ob man da mit ein bisschen Kalidünger oder ausgewogenem Dünger dagegen hält. Aber jetzt im Spätjahr würde ich das jetzt nicht mehr empfehlen, da einfach dann im nächsten Frühjahr damit loslegen. Unser organischer Dünger oder eben entsprechend mal Row Strength mitgießen. Also das kann auf jeden Fall da helfen. Genau. Und dann haben wir die Maria Luise Ammann, die hat gefragt, wie viele Rosen setzt man an einen Obelisken mit circa 2 Meter Höhe? Ich möchte entweder die Blush Noisette oder die Ladies Garment, super Wahl, eine oder 2 Stück. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Also ist immer so,
liebe Maria Luise, in der Regel reicht eine Pflanze an einem Obelisken, aber dann braucht man einfach ein bisschen mehr Geduld, weil das dauert halt, bis sie hochgeht. Wenn man jetzt natürlich, ihr habt letzte Woche im Video diese wunderschönen großen Rambler gesehen, die wir in Töpfen haben, da reicht auf jeden Fall eine Pflanze, weil die hat einfach schon so viel Wuchs und so viel Höhe und so viel Vorsprung, dass das gleich was hermacht am Obelisken und im nächsten Jahr dann eigentlich den Obelisken fast schon dicht gemacht hat. Ne? Jetzt, wenn ich mit einer Wurzelnacktenrose im Herbst jung anfange, würde ich fast zu zwei raten. Deswegen hatten wir letzte Woche ja auch dieses Wurzelnackt-Special mit den kletternden Rosen bzw. mit den Ramblern. Also das macht schon Sinn, mit zwei Wurzelnackten dann anzufangen. Geht einfach schneller. Aber mit Geduld geht es natürlich da auch mit einer, auf jeden Fall. Genau, dann hat die Claudia noch gefragt, auch interessante Frage. Ich habe mir das Rose Strength gekauft und ihr schreibt hinten drauf, dass man Kübelrosen das ganze Jahr damit versorgen soll. Wie sieht es dann mit der Dosierung im Herbst, Winter aus? Das ist ein bisschen widersprüchlich und ich bin deswegen echt richtig dankbar für diese Frage. Boah, es ist kalt hier. Für diese Frage, Claudia. Das gilt natürlich das ganze Jahr hindurch, wenn du die Rosen drin hast im Gewächshaus oder sonst was, dass man dann im Winter weiter entsprechend versorgt. Jetzt ansonsten, wenn es die Rosen draußen sind, dann würde ich aufhören mit dem Rose Strength dann zu gießen, weil eben dieser Stimulus und dieses Unterhalten der Pflanze dann eigentlich nicht mehr in dem Sinne nötig ist. Vor allem auch in Kübeln, also wenn man die Rosen in Kübeln hat, auch dann, wie heißt nicht, jetzt vielleicht noch bis Mitte Oktober oder so weiter gießen und das Rose Strength da ruhig auch mal mit reinmachen. Aber ansonsten würde ich da über den Winter nicht damit gießen. Eben ausschließlich, wenn sie in Gewächshäusern dann überwintern. Und da ist auch ganz häufig die Frage in letzter Zeit gekommen, was ist mit den anderen Pflegemitteln? Ich habe noch Plant Wellness, ich habe noch Plant Health. Soll ich die jetzt aufbrauchen oder was mache ich denn damit? Die Mittel sind alle Minimum 2 Jahre haltbar, Minimum. Und wenn ihr die schön dunkel und kühl stellt, bei euch irgendwo im Keller oder wie auch immer, dunkel und kühl, dann halten die euch auch wunderbar und ihr könnt sie in der nächsten Saison weiter aufbrauchen, also gar kein Thema, ne? Gut, dann haben wir das von der Claudia gehabt. Genau, dann hat die Anja Buchwald aus Karlsruhe noch geschrieben. Ich habe eine wurzelnackte Rosenbestellung geschickt. Ich hatte letzten Herbst bei euch das erste Mal wurzelnackte Rosen bestellt und gepflanzt und möchte nun bei ein oder der anderen Rose in meinem Garten noch eine weitere Rose dazusetzen, damit der Rosenstrauch langfristig größer wird. Muss ich dabei etwas beachten? Was muss der Abstand sein? Okay, gute Frage, super Frage. Das ist nämlich Frage, wird häufig gefragt. Wenn du jetzt, Anja, zu der bestehenden Rose eine zweite dazu pflanzen möchtest, also will man ja relativ nah zusammensetzen wahrscheinlich, weil du möchtest, dass es dann aussieht wie ein Strauch, das heißt so 30, 40 Zentimeter Abstand, dann würde ich auf jeden Fall definitiv Root Grow dazu nehmen. Ja, also das musst du definitiv unten ins Loch mit reinmachen. Und ich würde dir raten, entweder das Pflanzloch dann tatsächlich mit dem Pappkarton auszukleiden, mit also zu einer Pappe, die nach unten offen ist. Das können wir euch nochmal einklinken, unser Umpflanzvideo. Oder einen von unseren Bio-Containern, Biotöpfen zu kaufen und da unten den Boden rauszuschneiden und das dann mit dem Pflanzloch zu versenken. Dass du einfach so eine gewisse Barriere zu der anderen Rose hast, dass wir da nicht in so eine Konkurrenzsituation reinschlittern. Ne? Also von daher, da würde ich eben entsprechend dann auf diese Weise vorgehen. So, da putzt sich einer. Genau. Dann haben wir noch eine Frage von der Anke Dollmann. Die hat eine Clematis mit Thymian unterpflanzt, aber die steht in der prallen Sonne und es kommt kein Regen quasi an die Pflanze. Und sie fragt, könnte man da im Nachhinein noch das Pflanzrohr einsetzen, damit die Clematis es eben feuchter hat. Ne? Wir haben ja immer unseren Clematis-Pflanzer. Das ist total schwierig, Anke, da nochmal die Clematis jetzt umzupflanzen. Müsstest du sie ganz rausnehmen, das Pflanzrohr reinsetzen und dann die Clematis das neu pflanzen. In dem Fall sage ich immer, besorgt euch vielleicht so 2, 3 Biberschwanzziegeln. Kriegt man in der Regel so im Baumarkt oder irgendwo anders, weiß nicht, bei so Altziegelhändlern oder wie auch immer. Und dann kann man diese länglichen Ziegel sehr, sehr schön wie so ein Tipi um diese Clematis einbringen. Dann tust du einfach mit dem Spaten um die Clematis richtig schön so spatentief einstechen. Dann kannst du diese langen Ziegel so ein Stück weit mit reinbauen und dann kannst du so ein Dreier-Tipi eigentlich oder so ein Vierer-Ziegel-Tipi um die Clematis bauen. Sieht eigentlich auch noch ganz hübsch aus, wenn man da die richtigen Ziegeln erwischt. Und so ist es ein bisschen einfacher.
Genau. So, und dann hat die Anja Vollmann noch gefragt, sie hat eine Glanzmispelhecke, ob sie da eine Blush-Noisette reinpflanzen könnte. Klar, auf jeden Fall den Pflanzeimer nicht vergessen, Anja. Das ist ganz wichtig, überall, wo du Konkurrenzsituationen hast, an einem Baum oder an einer Hecke, auf jeden Fall den Pflanzeimer nehmen, der nach unten offen ist, damit die Pflanze sich da gut etablieren kann. Und dann kann die Blush-Noisette da schön ein bisschen sich da reinranken. Genau. So, ihr Lieben, oh, ich habe noch jede Menge weitere Fragen, aber das würde jetzt echt zu lange gehen. Die beantworten wir auf jeden Fall dann unten in der Infobox vom letzten Mal. Wenn ihr heute Fragen habt, ganz, ganz herzlich wieder unten in die Infobox reinschreiben. Ich hoffe, ihr habt richtig was heute mitnehmen können an Informationen und hattet Spaß bei unserem Video mit unserem leicht verschlafenen Seppel. Habt einen wunderschönen Sonntag. Genießt eure Gärten, eure Balkone und eure Terrassen und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.